Wir sind ein letztes Mal zurück. Heute jetzt bei mir Emanuel Burcher, CEO Spielraum Wien, der das ganze Turnier möglich gemacht hat. Erfolgreiches Turnier. Ja, super erfolgreich. Also für mich auf jeden Fall. Ich hoffe für die Spieler auch, weil das ist ja das Wichtigste. Na, für vier Spieler auf jeden Fall. Für die vier Spieler. Na, es geht nicht nur um die vier Spieler. Es geht auch um die Spieler, die da herkommen, um Spaß zu haben. Und das, was mir besonders taugt, ist natürlich, dass die Nationenvielfalt gegeben ist. Ja, ich war neulich auf einer Reise durch Europa mit dem Auto, bin da durch Russland, die Ukraine gefahren. Und da ist an der Grenze härteste Stimmung, da kommst du eigentlich gar nicht rüber. Ja? Und dann kommst du daher und triffst Russen, triffst Ukrainer und es ist einfach null Problem. Es war also wirklich. Magic bringt einfach die Leute zusammen und das ist schon echt eine super Sache. Ja, und überhaupt dann aus Mazedonien, aus Malta waren wir da. Aus Serbien haben wir das, Kroatien, also Ungarn, Slowakei, Tschechien, alles angrenzende sowieso. Schweizer haben wir da gehabt, genau, Deutsche drei. Deutsche, obwohl in Deutschland einer ist, Italiener, obwohl in Italien auch ein Original PTQ ist. Ja. Na, also super erfreut, auch erstaunt, dass überhaupt eben über 80 Spieler gekommen sind, hätte ich mir jetzt auch nicht erwartet. Ich habe so mit 60, 65 gerechnet eigentlich. Ja. Aber toll und würde mich natürlich freuen, so ein Turnier wieder mal machen zu können. Ja, absolut. Aber das hängt da natürlich mit Wizard of the Coast zusammen. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Nein, da haben wir keinen Einfluss darauf. Wir können uns nur durch das Turnier positiv bewerben. Genau, wir können uns bewerben, empfehlen dafür und ja, also das, was die Judges natürlich hier auch immer wieder leisten, ist einfach einwandfrei und das Positive bei uns hier ist ja auch, dass das schon alles eingespielt ist. Ja. Also unser Judge-Team ist wirklich auf jedem größeren Turnier dabei. Ja, also du kannst schauen bei den Judge-Fotos, ich schaue immer bei den Grand Prix oder auch bei der Pro Tour, wer ist dabei und du findest einfach immer einen von den Österreichern. Das hat mit Philipp der Ferner angefangen vor 10, 12 Jahren und jetzt ist der Olli, der Stefan Ladstätter und ich weiß die ganzen Namen nicht, ich bringe dir alle. Es kommen ja auch immer wieder neue nach, also ich glaube, das Judge-Programm in Österreich rennt ganz gut. Ja, nein, die kümmern sich gut drum und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil, dass das Ganze funktioniert. Was natürlich auch schön war, zwei Österreicher in den Top 8. Ja, also ich persönlich tue mir ein bisschen schwer mit den Namen, auch bei den Spielern mittlerweile, den Stefan habe ich jetzt gekannt. Den anderen, Stefan, den Masnitz, den wusste ich, dass es den gibt, den Stefan Breimel, genau. Habe ich auch schon auf Turnieren gesehen, aber konnte ich jetzt den Namen noch nicht mehr zuordnen, aber ja, auch tolle Performance, ist sogar sehr überdurchschnittlich aus österreichischer Sicht jetzt, wobei... Obwohl das Spielerniveau in Österreich mit einem Gerschelson, mit einem Makel, mit einem Polak Rotman, Domelic, wie sie alle heißen, ziemlich hoch ist. Also. Die ganzen alten Hasen, das ist sehr solide und ich hoffe, das wird weiterhin so bleiben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Turnierangebot hier ein sehr breites ist. Daran arbeiten wir natürlich weiter, dass das zur Verfügung gestellt werden kann und dass einfach regelmäßig gespielt wird. Dann kann man besser werden. Die Termine haben wir das öfter eingeblendet, ich habe sie auch alle gesehen. Ihr könnt sie natürlich auch auf der Homepage nachverfolgen unter www.spielraum.co.at. Ich würde sagen, Emanuel, danke fürs Turnier, danke fürs Interview. Ich sehe ihn öfter als ihr. Ihr könnt ihn auch öfter sehen, wenn ihr herkommt. Danke fürs Zuschauen allen. Wie immer könnt ihr, ich sage das in jedem Video, abonnieren, subscriben, kommentieren. Gebt uns Anregungen, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Ansonsten herzlichen Dank an alle auf YouTube, die zugeschaut haben und gute Nacht. Danke fürs Zuschauen, bis bald und danke für die Coverage.